wie ich nach 3 Monaten hier zu der Rolex stehe. Das erfährst du im Video. Viel Spaß dabei. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Nach mittlerweile 3 Monaten Rolex tragen, dachte ich mir, mache ich doch mal ein Fazit oder ein Zwischenfazit. Und ich will euch heute mal so ein bisschen erzählen, wie ist es so, die Uhr im Alltag zu tragen? Wie ist es so von der, ja, ich sag mal, Widerstandsfähigkeit der Uhr? Wird man darauf angesprochen? Bereue ich das? Oder sage ich, es war genau die richtige Entscheidung mit der Uhr? Ja, einfach alles, was mich so damit irgendwie berührt. Auch dazu, wie es ist, sie im Alltag zu tragen generell. Ja, also ist das praktisch oder verhalte ich mich jetzt komisch, nur damit sie nicht kaputt geht oder irgendwie so. Darüber will ich mal so ein bisschen sprechen. Und ich werde zwischendurch immer wieder so ein paar Einspieler hier drüber legen und ein paar Bilder, ein paar Einstellungen, ein paar Shots der Uhr zeigen. Und ja, ich würde sagen, lass uns loslegen. Also, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, ein bisschen was aufgeschrieben dazu, worüber ich sprechen möchte und was mir so an Gedanken dazu gekommen sind zu dem ganzen Thema. Und ich würde erstmal kurz so einen kleinen Review geben, so einen kleinen Rückblick machen quasi. Ich habe mir die Uhr vor 3 Monaten Ende April diesen Jahres gekauft, und zwar bei Uhrwerk 31. Nach wie vor absolute Empfehlung für diesen Laden. Ein Bekannter von mir hat dort auch schon sich jetzt eine Uhr geholt und zugelegt und ist auch super happy, war mit der Betreuung, mit der Beratung super happy und ist letztlich auch mit der Uhr super happy. Also, wenn ihr Bock habt auf eine Uhr in diesem Segment, dann ja, macht euch die Mühe, kommt nach Hamburg, kommt zu Uhrwerk 31, geht zu Uhrwerk 31 und werdet glücklich. Keine bezahlte Werbung übrigens. Da habe ich sie gekauft für 3.650 Euro. Mit originaler Box, aber ohne Originalpapiere, was für mich aber völlig okay war, denn ich möchte die Uhr ja tragen, ich möchte sie behalten, ich möchte sie nicht weiterverkaufen, das ist für mich keine Wertanlage, habe ich auch schon mal was zu gesagt, man sollte eine Uhr generell nicht als Wertanlage sehen, ja, es ist zwar eine gewisse Form davon, aber ja, man wird jetzt keine großen Steigerungen damit machen, ja, es ist keine Investition in dem Sinne, es ist aber so, dass diese Uhr höchstwahrscheinlich nie weniger wert sein wird. Gibt es natürlich keine Garantie für, aber generell ist das Geld hier gut angelegt, das kann man schon sagen, denn wie gesagt, wenn ich mal Geld brauchen sollte, weil ich in Mexiko angeschossen wurde und ein Organ benötige, dann kann ich die Uhr dafür geben. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ja, also vor 3 Monaten gekauft, 3.650 Euro. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, eine Datejust 16014 irgendwo in dem Segment liegt jetzt immer noch so ungefähr bei dem Preis, kommt immer so ein bisschen auf den Erhalt, auf den Zustand an, kann auch mal 4 kosten, kann auch mal 3,3 kosten, ja, je nachdem. Aber der Preis ist auf jeden Fall stabil. Gut, kommen wir nun zum Tragen im Alltag. Ja, was meine ich damit? Seit ich sie mir gekauft habe, trage ich sie eigentlich jeden Tag. Ich hatte sie jetzt, als wir auf Zypern waren mit der Firma, hatte ich sie tatsächlich nicht mit. Da habe ich sie zu Hause gelassen. Sage ich auch gleich noch was zu. Aber ansonsten trage ich sie wirklich jeden Tag. Ja, also von dem Moment an, wo ich im Prinzip hier rüber in mein Büro gehe, nachdem ich mich morgens frisch gemacht habe, fertig gemacht habe, bis ich abends im Prinzip pennen gehe, trage ich sie. Es sei denn, ich bin beim Sport, da nehme ich sie ab. Warum nehme ich sie in solchen Situationen ab und warum habe ich sie jetzt auch nicht mit nach Zypern genommen? Ganz klar, weil die Uhr ist 33 Jahre alt und da kann immer mal irgendwas mit sein. Das heißt, es kann immer mal sein, dass irgendjemand, der diese Uhr vor mir besessen hat, irgendwo gegengekommen ist, irgendwo eine ganz, ganz kleine feine Undichtigkeit ist oder whatever, von der ich einfach nichts weiß, von der auch der Händler, der mir die Uhr verkauft hat, nichts weiß, nichts wusste. Und warum sollte ich dann dieses gute Stück einer unnötigen Gefahr aussetzen? Sprich, warum sollte ich damit duschen gehen? Völliger Quatsch. Ich brauche beim Duschen keine Uhr. Das ist mir egal. Warum sollte ich damit Sport machen, wo ich schwitze, wo ich irgendwie mit Gewichten rumhantiere, wo die Uhr irgendwie auch überall gegenknallen kann? Warum sollte ich sie mit in ein super heißes Land nehmen, wo ich auch die ganze Zeit schwitze, wo Sonnencreme ist, wo ich am Strand bin, wo ich in den Pool springe und? Das sind alles Situationen, da kann irgendetwas mit der Uhr passieren, was ich nicht will. Und nachher leidet die Uhr darunter und das möchte ich vermeiden. Mich persönlich stört das in keinster Art und Weise. Gestern hat jemand witzigerweise unter das Video, wo ich mir die Uhr gekauft habe, geschrieben, ob mich das stört mit dem Armband. Zum Armband komme ich gleich auch noch. Und dass sie nicht hundertprozentig wasserdicht ist. Nein, es stört mich nicht.
Ja, ich habe die Uhr mit einem gewissen Charakter, mit einer gewissen Geschichte gekauft und deswegen ist das für mich auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Ich habe das verglichen so, wenn ich mir einen Oldtimer kaufe, dann beschwere ich mich auch nicht, dass das Ding in der Garage stehen muss und nicht draußen bei Wind und Wetter. Ja, und so ein bisschen so sehe ich das mit der Uhr eben auch. Trotz alledem, so wenn ich sie im Alltag trage, habe ich jetzt keinerlei Einschränkungen. So, ich habe letztens ein Video gesehen von Watchwise, wo der gute Mann sagte, er ist ein bisschen vorsichtiger, was hektische Bewegung mit dem linken Arm betrifft. Das kann ich bei mir ein Stück weit bestätigen, aber jetzt auch nicht übermäßig, dass ich groß darüber nachdenke. Ja, keine Ahnung. Wenn ich mir die Hände wasche, dann habe ich die Uhr auch um. Oder wenn ich mal kurz in der Küche irgendwie was mache, dann habe ich die Uhr auch um. So, also ich bin jetzt nicht über alle Maßen vorsichtig. Ich habe jetzt nicht über alle Maßen irgendwie mein Verhalten angepasst. Keine Ahnung. Ja, also es ist eine Uhr, die soll natürlich getragen werden und die soll einen nicht einschränken. Macht sie aber auch nicht. Also von daher bin ich damit völlig fein. Insofern, tragen im Alltag. Ja, ein paar Abstriche kann, Schrägstrich sollte man machen. Aber generell ganz normal im Alltag zu tragen. Armband, da hatte ich eben gesagt, komme ich noch zu. Ein paar Sequenzen habe ich dazu aufgenommen, ich zeige es hier auch nochmal. Gewisser Stretch ist da, das ist auch normal nach den, ja, jetzt mittlerweile 33 Jahren. Es leiert auch minimal noch ein Stück aus. Also als ich sie bekommen habe und sie dann wirklich regelmäßig jeden Tag getragen habe, war das so, ich würde sagen, nach 3-4 Wochen ungefähr, dass ich das Armband ein bisschen enger gemacht habe, um genau eine Position. Ist auf jeden Fall, um ein Loch habe ich es enger gemacht. Seitdem ich das um ein Loch enger gemacht habe, ist es aber so geblieben. Das heißt, jetzt ist so quasi der Stretch, das Leiern ist im Prinzip, ja, ich sag mal, erreicht und wird jetzt, glaube ich, nicht merklich weiter passieren. Auch das finde ich völlig legitim, auch das finde ich völlig im Rahmen. Man kann das Armband auch neu stecken und stiften lassen, dann ist es wieder ein bisschen stabiler. Man kann sich natürlich auch irgendwann Neues kaufen, wenn man das möchte, also ein neues, altes. Aber so generell bin ich damit vollkommen fein. Was ich vor allem nice finde daran ist, ihr könnt es vielleicht jetzt mal hören. Ja, also dieses typische Klackern, wie man das auch immer beschreiben oder benennen möchte. Das ist so ein typisches charakteristisches Merkmal für so eine Vintage Datejust. Das mag ich total gerne. Ja? Also wenn ich die irgendwie zurechtschüttel am Arm oder so. Ja, das Geräusch feiere ich, so, das mag ich gerne. Widerstandsfähigkeit oder Alltagsbeständigkeit, hatte ich ja auch gesagt. Auch da habe ich ein paar Aufnahmen zu gemacht. Ein paar Makroaufnahmen, beziehungsweise so Makro, wie es mit meinem Objektiv hier geht. Gerade die Schließe, weil ich ja auch den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und dann halt natürlich, ne, wenn ich tippe so oder wenn ich die Maus bewege, naja, Maus bewege ich mit rechts, aber wenn ich tippe und meine Hand auf dem Schreibtisch bewege, dann kommt es halt vor, dass ich auf der Schreibtischplatte aufkomme. Mit der Schließe natürlich, weil das der höchste Punkt ist. Und demnach hat sie auch schon ein paar Kratzer bekommen. Bin ich deswegen jetzt durchgedreht? Nein. Ist natürlich ärgerlich, klar. Aber wie gesagt, ich möchte mich da nicht großartig einschränken lassen. Auch bei meinem Handy sage ich, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Wenn etwas damit passiert, dann passiert es. Ja, ich bin jetzt nicht über alle Maßen risikobereit und haue jetzt nicht irgendwie bewusst irgendwo gegen, weil ich mir denke, das muss die Uhr abkönnen. Aber ich mache mich jetzt noch nicht verrückt, wenn halt die Schließe jetzt ein bisschen Kratzer abbekommen hat. Ja, man kann die auch noch polieren lassen. Muss man dann aber immer abwägen, ob man das machen möchte, weil dann auch ein bisschen Material natürlich abgetragen wird. Aber generell, ja, passiert. Ansonsten ist die Uhr nach wie vor in einem dem Alter gemäßen, tadellosen Zustand. Die Lünette hat ein paar ganz kleine Macken, ja, vielleicht seht ihr es auf den Aufnahmen. Ansonsten aber das Glas ist komplett kratzerfrei. Ist ja ein Kunststoffglas bei der Datejust 36. Das Gehäuse, ja, also ist auch komplett fein. Und die Hörner, also das Ende von dem Gehäuse hier, da wo das Armband drin festgemacht ist, die Hörner sind auch noch schön spitz und scharfkantig, so wie es von der Produktion her halt ist. Also alles super, wirklich. Ich kann da nichts Negatives sagen. Ja, ein Thema, was vielleicht noch einige interessiert, ist das Tragen im Alltag und in Anführungszeichen darauf angesprochen werden. Wenn man sich so eine Rolex kauft, dann ist man vielleicht am Anfang so unterwegs, dachte ich zum Teil auch, dass einen dann irgendwann Leute darauf ansprechen. Ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil, ist auch ganz klar, wenn man drüber nachdenkt, es ist jetzt ja nicht eine super auffällige Uhr, die man von Weitem erkennt und die von Weitem funkelt, glitzert, wie eine Iced Out oder so. Das ist ja eine relativ normale, schlichte Uhr, deswegen feiere ich sie auch so, ne? Das hatte ich ja auch gesagt, ich mag dieses schlichte, zeitlose, klassische Design und dann wird man auch nicht großartig darauf angesprochen. So, wenn jetzt jemand der Uhren kennt, ja, der einen Blick, der ein Auge dafür hat, wenn der das natürlich sieht, der hat dann schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal wurde ich von entsprechenden Personen darauf angesprochen, die dann gesagt haben, Mensch, kann ich mal sehen, und Mensch, tolle Uhr, sieht super aus, steht dir, blablabla.
Das schon. Aber so im normalen alltäglichen Kontext, es ist halt eine Uhr, die man trägt. Ja, muss man auch sagen, da hat auch nicht jeder Interesse für. Beziehungsweise da haben die wenigsten Menschen Interesse für und Interesse dran. Und das ist ja auch okay. Eine Sache, die ich noch mit euch teilen möchte und die ich euch sagen kann, ist, wenn man einmal sich mit so einem Segment oder mit diesem Segment von Uhren auseinandergesetzt hat, dann ist man infiziert. So, das ist so ein bisschen so wie Tattoos. So, wenn du dich einmal hast tätowieren lassen, jedenfalls bei den meisten, die ich kenne, ist es so, dann will man sich auch öfters tätowieren lassen. Und gefühlt ist es so, wie du einmal so eine Uhr besessen hast, dann willst du auch weitere Uhren davon besitzen und beschäftigst dich mehr damit. Also ich bin jetzt schon so, dass ich im Kopf denke, ah, okay, ja, nächstes Jahr könnte es vielleicht die werden, das Jahr darauf vielleicht die. Und was ist, wenn man vielleicht mal eine tauschen will und gegen die? Und welche könnte es noch so sein? Und was ist irgendwann mein Holy Grail? Das ist schon so ein bisschen ansteckend. Ne? Also man beschäftigt sich mehr und mehr damit und man guckt auch mal hier, mal da, wie sind die Preise und man tauscht sich aus. Und das finde ich spaßig. Mir macht das echt Spaß und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht meine letzte Uhr sein. Ich habe im Prinzip zwei so wirklich richtige, ja, Holy Grails, Heiliger Gral, also zwei Dinge, die ich wirklich unglaublich gerne irgendwann besitzen und tragen möchte. Das eine ist eine Pepsi oder eine Batman, da weiß ich tatsächlich nicht, welche ich schöner finde, also eine GMT Master 2, entweder mit schwarz-blauer Lünette oder schwarz-roter Lünette. Beides super schöne Uhren, am liebsten auch am Jubiläband. Das muss man dann gucken, wenn es dann irgendwann soweit ist. Und das andere ist dann noch eine Stufe drüber, noch einen Schritt weiter, wäre dann Audemars Piguet Royal Oak. Das ist so wirklich das Endlevel für mich, was ich mir vorstellen kann und was ich gerne irgendwann mal hätte. Ja, wer weiß, ob es dazu irgendwann mal kommt. Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Und natürlich hat sich nichts geändert jetzt irgendwie so im Alltag damit. Ja, also wie gesagt, man wird jetzt nicht ständig darauf angesprochen oder so. Aber was man sagen kann ist, und das war für mich im Prinzip der ausschlaggebende Punkt, ich freue mich nach wie vor jeden Tag, wenn ich sie trage. Ja, also wirklich jeden Tag, wenn ich aus dem Bad komme, mich anziehe und dann fertig mache zum Arbeiten, dann freue ich mich, wenn ich die Uhr umlegen kann, wenn ich das Armband zumachen kann. Und auch jedes Mal, wenn ich drauf gucke, freue ich mich im Prinzip und denke mir, hey geil, das hat geklappt und das ist meine und ich freue mich darüber. Und dann ist es, finde ich, auch okay, wenn man so einen Betrag für so eine Uhr ausgibt. Ja, das ist letztlich das, worauf es ankommt. Hat man Spaß daran, freut man sich darüber und dann ist es auch okay, dafür so viel Geld auszugeben, finde ich. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal Schluss. Ein paar Sequenzen habe ich euch ja übergeblendet, eingeblendet, wie auch immer. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr so denkt zu dem ganzen Thema. Schreibt mir gerne mal auch, was ihr für eine Uhr euch irgendwann nochmal holen wollt oder was ihr jetzt für eine habt oder whatever. Ja, ich freue mich da auf Interaktion. Und ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.